Hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Aqua Painter aka Uli. Ein federleichter Berg. Ja, was soll das? Vielleicht mal Folgendes zur Geschichte. Auf meiner Anlage, hier sehen wir es, obendrauf ist ja der Schnurrdur, grober Bergverschnitt. Und der soll nun heute dran glauben. Der soll also da weg. Das Ding sieht furchtbar aus, so wie es ist, aber es ist ja nur eine Grundform. Und wir sehen es ja hier gerade, oder du siehst es ja vielleicht gerade jetzt hier, dieses Seitenpapier. Das war mein Gedanke. Ich habe neulich eine Lieferung bekommen, da waren so kleine Teile für meine Loks drin verpackt oder was das war. Und ich habe das ausgepackt, habe das Seitenpapier genommen, habe es zusammengeknüllt und habe es in den Mülleimer geschmissen. Wie das da so drin lag, habe ich mir das angeguckt und habe gesagt, warte mal kurz, nehmen das wieder raus. Und habe dann im Grunde genommen mir überlegt, dass das ja durch das Zusammenknüllen ja eine super Sache im Grunde genommen ist. Das sieht aus wie Felsen. Meine Frau gefragt, was sagst du dazu? Und da hat die gesagt, na klar, komm, mach das, probier das aus. Ja, das habe ich natürlich gemacht. Da habe ich natürlich jetzt meinen Styrodurberg da oben runtergenommen. Und habe jetzt hier angefangen, das Ganze mit dem Heißschneidedraht und mit dem Heißschneidekram. Das ist so ein Billigset von Amazon mal gewesen. Aber das ist egal, läuft super, dafür bestens geeignet. Also kann ich nur empfehlen. Kam 8 Euro oder sowas, oder ich weiß gar nicht, war 20. Ist ja egal. Auf jeden Fall habe ich das dann gemacht. Habe jetzt hier dann mein Papier zerknüllt, wie wir gesehen haben. Habe das jetzt hier draufgelegt. Und also die Grundform steht ja nun. Habe das zurechtgeschnipselt. Und ja, aber angefangen, das anzupassen und dann entsprechend aufzutragen. Das Ganze mache ich mit, wie wahrscheinlich die meisten von euch auch, mit Weißleim und Wasser gemischt. Also schön flüssig, die ganze Angelegenheit. Ist ja immer eine schöne Sache. Und habe jetzt angefangen, das Seitenpapier aufzutragen. Ja, Seitenpapier. Wer es kennt, wahrscheinlich jeder von euch, weiß das Zeug, das reißt unglaublich gerne, wenn es nass ist. Und durch dieses Wasser-Leim-Gemisch, man sieht es ja hier, wie man das schon da hinten platt drücken kann, nur mit dem Pinsel, ist das so unglaublich empfindlich. Da war natürlich mein Gedanke, ja, was machst du? Du kannst es ja hier nicht zu empfindlich machen. Du willst es ja mit Farbe gestalten, du möchtest es gerne bemalen und machen und was weiß ich. Später sollen ja auch Bäume drauf und Büsche und hast du nicht gesehen. Und dachte ich, okay, viel hilft viel. Und habe mir überlegt, machst du einfach jede Menge von diesem Weißleim gemischt. Man kennt das ja, wenn man die als Kinder haben wir das, glaube ich, gemacht und Luftballons mit Zeitung beklebt da, um irgendwelche Sparschweine zu bauen oder sowas. Und das war der Grundgedanke dabei. Das heißt, ich habe hier eine ordentliche Schicht jetzt von diesem Leim aufgetragen. Schön vorsichtig. Habe versucht, mit dem Pinsel gleich beim Auftragen immer so ein bisschen in die Strukturen reinzugehen. Oder Strukturen zu bilden irgendwo, so ein bisschen reinzutupfen und zu ziehen und zu machen und so weiter. Ich muss ja auch sagen, ich habe ja hier wahnsinnig viel von den ganzen Szenen, die ich aufgenommen habe. Übrigens, die Sauerei da hinten, das ist kein Scherz, das sah furchtbar aus hier. Aber wo bin ich jetzt eigentlich stehen geblieben? Habe ich völlig vergessen. Achso, und haben dann, okay, viel hilft viel, hab das aufgetragen. Jetzt hier übrigens die andere Seite. Und wollte dann im Grunde genommen richtig fest hinkriegen. Und durch den Pinsel, den ich immer so reingedrückt habe, musste ich so unglaublich aufpassen, dass ich nicht da irgendwie so reinstippe und dann das ganze Papier dann kaputt mache. Aber ich muss sagen, toi toi toi, ich will auf Holz klopfen hier irgendwo. Hat gut funktioniert, lief ganz gut. Habe also keinen Schaden gemacht. Dann habe ich das Ganze genommen nach dem ersten Mal, habe es draußen in Sonne gelegt. Wir hatten super Wetter den Tag gehabt. Und das war keine viertelhalbe Stunde, war das trocken. Ne? Da habe ich es reingebracht. Und hier sehen wir schon die ersten Strukturen. Finde ich super. Und wie gesagt, man darf ja nicht vergessen, es ist für die Spur Z, wo alles sowieso so klein und fitzelig ist. Wenn man natürlich große Sachen baut, 1 zu 35 oder so, arbeitet man ja ganz anders. Aber egal, hier habe ich jetzt dann den Lack aufgetragen. Der Lack hat jetzt den Grund, dass das Ganze wasserdicht wird. Denn wenn wir oder ich dann später die Farbe auftragen möchte auf dem ganzen Gebilde hier, darf das ja nicht wieder durchsuppen. Also es muss ja fest und stabil bleiben. Also nochmal Weißleim aufgetragen, ordentliche Lage drauf gemacht, habe es dann nochmal trocknen lassen. Also waren insgesamt 3 Schichten, die ich gemacht habe. Das ist, glaube ich, die letzte jetzt hier. Und bei der letzten Schicht habe ich es dann nicht mehr rausgetragen in die Sonne, sondern habe hier, wie man sehen, mit dem Airbrush das Ganze getrocknet. Das heißt, ich habe erst ein bisschen antrocknen lassen, habe das stehen lassen und dann mit dem Airbrush gemacht, um den Leim, den Weißleim, der so in diese Ritzen reingelaufen ist. Das wollte ich nicht. Ich wollte schon, dass die Ritzen bestehen bleiben. Und da könnte ich so ein bisschen die Strukturen rausarbeiten mit dem Airbrush. Ja, hier sehen wir es, die Grundlage steht. Da
das Ding ist super stabil geworden. Ich hätte es nicht gedacht, also ich habe es gehofft, aber ich habe es nicht gedacht. Wenn man das jetzt nimmt, das fühlt sich an wie so ein Formguss irgendwie, als ob man das aus einem Stück irgendwo gegossen hat oder sowas. Das ist wie Plastik geworden. Das ist super. Also muss ich ehrlich sagen, hat sich echt wirklich gelohnt, so zu machen. Also wer so die Möglichkeiten hat oder wer auch das Problem hat, wie ich, dass man das mal wegnehmen will und sich ja nicht jedes Mal den Gipsding antun möchte, das ist ja auch empfindlich, wenn es mal runterfällt, sowas hier, dass es bleibt. Ne? Da habe ich jetzt hier grundiert mit grauer Farbe, habe einfach alles eingesprüht, habe zugesehen, dass ich auch alle möglichen Ritzen und überall reinspritze. Und dann kam jetzt der Schatten nochmal dran, da habe ich jetzt die drei Farben, die wir gesehen haben, zusammengemischt und habe dann in dem Becherchen von dem Airbrush hier das nur ganz, ganz wenig umgerührt. Das heißt, ich habe wirklich, wenn man das gerührt hat, hat man noch diese Schlieren so gesehen vom Rühren. Also ich habe es nicht komplett verrührt, sodass eben wirklich die Airbrush mal grau, mal braun, mal schwarz, zumindest war es mein Gedanke. Und dann spreche ich jetzt alles gleich über. Alles gleich geworden. Aber ist egal, ist der Gedanke zählt. Und dass man es macht. Ja, die habe ich dann eben von unten hauptsächlich gesprüht. Das war jetzt mein Gedanke dabei, dass ich die, wenn man Felsen, die Sonne scheint von oben, ist natürlich unten drunter immer dunkler, weil die Schatten ja logischerweise unten drunter sind. Und das hatte ich eben damit schon mal vorbereitet. Ja, und jetzt kam natürlich der Wash ran. Das heißt, ich habe jetzt hier extrem flüssige Farbe reinlaufen lassen in die Strukturen, um eben die tieferen Ebenen ja mit Wasser. Also ich habe das vorher mit einer Sprühflasche so ein bisschen nass gemacht alles, mit so einer Pflanzenflasche da. Und dann leicht abgetupft, dass wirklich nur die Farbe nach unten reinläuft. Hier sieht man wieder mal 10-fache Geschwindigkeit habe ich hier angeschaltet. Ja, das kann ich euch nicht antun, ja, ewig zulaufen. Wie gesagt, ich habe ja jede Menge von diesem Videomaterial rausgeschnitten. Das war unglaublich viel, was ich hier am Anfang hatte. Und ja, das heißt, ich habe das jetzt hier eben so reinlaufen lassen in das Ganze. Ja, und mit dem braunen Wash habe ich das dann sozusagen Akzente gesetzt. Und jetzt hatte ich dann die Idee noch gehabt, das Ganze mit diesem, das ist eigentlich ein Schuttermaterial für die Spur Z, ein bisschen drauf zu krümeln jetzt hier. Das mache ich aber alles nachher noch ein bisschen anders. Das kommt dann im nächsten Teil mit rein. Hier habe ich jetzt den Berg auf den Kopf gestellt, sodass der Wash, also die Schattenfarbe, die ich hier gemacht habe, von unten reinlaufen kann und habe das dann da trocknen lassen. Das heißt, immer so von unten nach oben mit dem Läppchen so gewischt, dass das eben oben hell bleibt und unten dunkel wird. Und als es trocken war, sah das schon das erste Mal vernünftig aus. Das sieht natürlich, wenn das nass ist und bearbeitet ist, sieht das alles wie eine Speckschwarte aus. Ja, mit diesem Lichtgrau, was wir gesehen haben, habe ich natürlich jetzt mir die Heidenarbeit gemacht. Der eine oder andere kennt es vielleicht selber von euch, weil er selber es auch macht. Und habe die ganzen Akzente jetzt hier auf diesen Berg mühseliger Kleinarbeit reingesetzt. Und habe alles so ein bisschen rausgearbeitet. Hier sehen wir es mal in normaler Geschwindigkeit. Ich neige ja immer dazu, alles ein bisschen im Schnellvorlauf zu machen, weil ich weiß, wie es ist. Man will das keinem antun, sich hier minutenlang da anzugucken. Aber es geht wirklich gut und mit dem Finger so ein bisschen leicht gewischt immer dann noch und sauber gemacht wieder. Und das Ganze funktioniert eigentlich wirklich prächtig. Also ich konnte mich nicht beklagen und es hat auch Spaß gemacht. Ich sag mal, das ist die Hauptsache. Aber von der ganzen Geschichte, was wir jetzt hier machen, ist das natürlich nur die Vorbereitung des Ganzen, ja, also ich habe jetzt diesen Berg, diesen kleinen Hügel da hinten vorbereitet. Ich habe mal so geschätzt, so in echt wird der vielleicht so 60, 70 Meter hoch sein, und völlig aus dem Dings rausgeholt. Da sollten ja eigentlich noch kleine Bergsteiger dran. Da muss ich mal gucken. Ja, und dann muss ich sagen, wie gesagt, es geht weiter mit Teil 2. Ich habe hieran wirklich sehr lange gearbeitet. Und ich habe noch viel vor, aber das zeige ich euch alles im zweiten Teil, wie die Begrünung nachher vielleicht noch geht und wie das jetzt hier an Seiten weiter aber gearbeitet wird. Auf jeden Fall danke ich dir erstmal, dass du zugeschaut hast. Ich hoffe, es war nicht so viel am Stück, weil ich habe versucht, alles relativ schnell abzuhandeln. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Dann sage ich mal, mach schön gut dein Aquapainter. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.